Heute zeige ich dir die 10 top bewerteten Zelda-Spiele für die Nintendo Switch, die du nicht verpassen solltest. Welcher dieser Klassiker gefällt dir am besten? Ich bin auf die Kommentare gespannt. Wir beginnen mit dem neuesten Teil der Zelda-Serie. Mit Tears of Kingdom beschenkt Nintendo die Fans der Serie mit einer riesigen Open World und neuen Gameplay-Elementen. Das Kombinieren und Verschmelzen von Gegenständen bringt neuen Wind nach Hyrule. Unglaublich, was Nintendo hier grafisch aus der bereits 6 Jahre alten Nintendo Switch rausholen konnte. Weiter geht es mit dem bisher meistverkauften Zelda-Teil. Breath of the Wild verkaufte sich unglaubliche 30 Millionen Mal und das nicht ohne Grund. Eine riesige Open World, an der es hinter jeder Ecke etwas zu entdecken gibt. 120 Schreine mit vielen Rätseln und 4 große Dungeons mit kniffligen Gegnern. Mit einer Bewertung von 97% auf Metacritic ist Breath of the Wild eines der beliebtesten Videospiele überhaupt. Zelda Skyward Sword, ursprünglich erschienen 2011 für die Nintendo Wii, mittlerweile aber als HD Remaster auch für die Nintendo Switch erhältlich. Damals war das Spiel nur mit der nicht unumstrittenen Bewegungssteuerung spielbar. Die neue Version bietet optional auch eine klassische Steuerung mit dem Gamepad an. Aufgrund der geringen Verbesserungen der HD Remaster Version erntete das Spiel nur unter Anführungszeichen eine 81er Wertung auf Metacritic, was immer noch verdammt hoch ist. Wenn dir Skyward Sword oder eines der folgenden Zelda-Spiele besonders gut gefällt, in der Videobeschreibung findest du alle noch einmal aufgelistet und verlinkt. Diesen Klassiker vom Gameboy könnt ihr gleich in 2 Varianten auf der Nintendo Switch spielen. Das wirklich gelungene Remake von Zelda Link's Awakening in gestochen scharfer HD-Grafik oder die kolorierte DX-Version vom Original mit einer Nintendo Online-Mitgliedschaft. Egal wie und wo ihr es zockt, euch erwartet eine traumhafte Geschichte, welche auf Metacritic stolze 87% abgeräumt hat. Zelda Ocarina of Time ist nach der Meinung einiger Kritiker das beste Videospiel aller Zeiten. Auch auf Metacritic hat es eine Traumwertung von 99% bekommen. Dieses erste Zelda-Spiel in 3D ist ursprünglich 1998 für den Nintendo 64 erschienen. Wie das Ganze inklusive Musik auf ein 32MB-Modul gepasst hat, ist aus heutiger Sicht fast unvorstellbar. Mit einem Nintendo Online Plus-Abo ist auch dieser Teil auf der Nintendo Switch spielbar. Zelda Majora's Mask ist der Nachfolger von Ocarina of Time und der wohl düsterste Teil der Serie. 2000 für den Nintendo 64 erschienen. Mehr Animationen und Polygone als beim Vorgänger. Dafür benötigte man aber zwingend das Expansion Pack für das Nintendo 64, welche den Arbeitsspeicher damals verdoppelte. Wer Majora's Mask auf der Nintendo Switch nachholen möchte, muss sich um all das nicht kümmern, solange er ein Nintendo Online Plus Abo besitzt. Bevor es weitergeht, ein kleiner Hinweis: Wenn du den kostenlosen Abo-Button drückst, bekommst du regelmäßig neue Videos rund um die Nintendo Switch. Vielleicht die schönste Pixelgrafik überhaupt. Zelda A Link to the Past ist ursprünglich 1991 für den Super Nintendo erschienen. Auf Metacritic bewertet mit unfassbaren 95%, nicht nur wegen dem Gameplay und der Grafik, sondern auch der Musik. Hier sind Melodien entstanden, welche später noch in vielen anderen Zelda-Teilen Verwendung fanden. Ein absoluter Pflichttitel. Wer den Klassiker auf der Nintendo Switch spielen will, braucht nur ein Online-Abo. Zelda Minish Cap ist eines der wenigen Zelda-Teile, die nicht von Nintendo selbst entwickelt wurden. Ursprünglich 2004 am Game Boy Advance erschienen.
Wer sich von der Grafik nicht abschrecken lässt, wird mit einem Klassiker belohnt, der auf Metacritic eine 89er Wertung bekommen hat. Wer keinen Game Boy Advance hat oder zu voll ist, im Keller zu suchen, kann diesen Teil ebenfalls auf der Nintendo Switch zocken mit einem Nintendo Online Plus Abo. Weiter geht es mit zwei Klassikern, genau der richtige Zeitpunkt, um dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Der wahrscheinlich schwerste Teil der Zelda-Serie, ursprünglich erschienen 1987 für das gute alte NES. Zelda 2 The Adventure of Link könnt ihr mit einem Nintendo Online-Abo auf der Switch spielen. Für einen Zelda-Teil ungewöhnlich wechselt die Ansicht immer wieder zwischen Vogelperspektive und Seitenansicht. Auch das Sammeln von Erfahrungspunkten und das Hochleveln ist so in keinem anderen Zelda-Teil zu finden. Wer wissen möchte, wie das mit Zelda alles begann, setzt sich die rosarote Nostalgiebrille auf und zockt den ersten Teil. Erschienen 1986 für Nintendos erste Heimkonsole, den NES. Eine offene Welt mit 8-Bit-Pixel-Grafik, in der viele Extras und Dungeons gefunden werden können. Wer keine Konsole mehr hat, um das goldene Modul abzuspielen, kann dies auch auf der Nintendo Switch machen, mit einer Online-Mitgliedschaft. Noch mehr Klassiker? Kein Problem, hier am Bildschirm geht es gleich weiter mit den besten Super Mario Spielen für die Nintendo Switch. Einfach draufklicken und wir sehen uns gleich wieder.